Bisher bei Resident Evil 2. Du musst lernen zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Musst dir Manieren beibringen. Autsch! Ah! Das so ist irgendeine ätzende Säure. Und so geht es jetzt weiter. Ich bin im Haus. Hände hoch. Hallo. Ah, ich kann das jetzt noch lesen. Sehr gut. Toms Tagebuch. 5. Februar. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schundromanen. 13. Februar. Hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur Anns Geschichten. Versteht mich nicht falsch, ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie... 14. Februar. Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. 19. Februar. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Sie sagten, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Anhänger! Ja. Die werden zusammen keine Abenteuer mehr erleben. So, jetzt aber nichts wie weg zu Sherry. Sherry? Sherry? Oh! Deine Schuld! Was? Zu trödelig! Was ist passiert? Oh Gott! Weg von hier! Verdammt, William! Ah. Oh mein Gott! Und das ist, definitiv von Alien geklaut. Okay, den hat's jetzt aber wirklich, wirklich zerhauen. Würde ich mal meinen. Der ist am Ende. Aber so wirklich am Ende. So, Sherry? Autsch. Sherry? Sherry, wo bist du, Kleine? Oh, sie wird doch nicht darunter sein, oder? Oh. Ach halt. Nee, wartet halt. Ich möchte jetzt mal eine Sache machen, die ich noch nie aus... Ja? Ich möchte mal eine Sache machen, die ich noch nie ausprobiert habe, um ehrlich zu... Mann, jetzt hör doch auf! Okay. Ich möchte mal eine Sache gucken. Denn... Er... war ja, als er Sherry gejagt hat, noch einmal oben im Badezimmer. Und ich habe mir tatsächlich bis heute... Also, wenn es möglich ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir bis heute tatsächlich nie nochmal... Sherry, wo bist du? ...nochmal das Badezimmer angesehen. Und ich will einfach mal gucken, ob es da drin vielleicht noch irgendwas zu finden gibt. Ach, seht ihr doch. Erste-Hilfe-Spray. Mann, gut, dass wir hier nochmal hergegangen sind. Wie gesagt, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Und hier ist sogar noch was zum Lesen. Was haben wir hier noch? Munition? Ja, das wird ja immer besser. Ach du Scheiße, es sind Gruppenduschen, okay. So, noch was zum Lesen. Brief vom Direktor. Den fraglichen Vorfall betreffend freue ich mich, berichten zu können, dass alles erledigt wurde. Am 19. Februar brach Proband 628 aus dem Labor aus in unsere Einrichtung ein. 628 zählte zum Bewerberpool der Einrichtung und drang dort wohl auf der Suche nach Hilfe ein. 628 wurde von unserem Personal schnell festgenommen. Da an 628 einer der klinischen Versuche vorgenommen wurde, bestand die Möglichkeit, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. Wir haben darum zur Vorsicht sämtliche Probanden entsorgt. Dies wurde von unserem Sicherheitspersonal rasch erledigt, dem ich dafür herzlich danken möchte.
Unsere Nachbarn haben mir erzählt, dass wir sämtliche Kinder aufgrund des baufälligen Zustands des Gebäudes zur Sicherheit vorübergehend in ein anderes Waisenhaus umquartiert hätten. Was die Zukunft dieser Einrichtung betrifft, so habe ich vor, nach ihrer vollständigen Dekontaminierung weitere Probanden sicherzustellen. Boah, das heißt, die haben alle Kinder einfach getötet. Nachdem Oliver hier aufgekreuzt war. Heftig. Boah. Hey, da läuft einem ja kalt den Rücken runter, wirklich. So. Jetzt aber hier runter. Jetzt können wir wirklich hier runter. In den Keller. Sherry? Sherry? Sherry, wo bist du? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Piep. Claire! Sherry? Ich bin gleich da. Oh nein. Sherry, komm bitte mit. Los, los, los. Komm sofort mit, Sherry. Er ist hinter dir. Nicht anhalten. Nein, er ist hinter dir. Ich bin vor dir, verdammt. Ja, doch. Komm schon, Schnell rein hier. Schnell rein, komm schon. Meiner, du solltest dringend Faltencreme nutzen. Autsch. Daddy, was sagst du? Oh mein. Was zum... Oha. Öffne die Augen. Halt still. Nicht infiziert. Was zur... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Wo ist sie? Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Anscheinend interessiert sie uns mehr als ihre eigene Mutter. Lieber Herr Gesangsverein, da ging es aber tief runter. Wo ist Jerry hin? Ja, frage ich mich auch. Oh, guck mal. Nehmen wir doch gerne noch mit, oder? Ja, also eigentlich, wir können da runter. Jerry ist Ihre Tochter? Ah. Okay. Hier geht's erstmal in ein Safe Room. Sehr schön. So, was können wir hier noch mitnehmen? Bericht über G.
Die klinische Erprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von G, dem neuesten neuen Wesen, das die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktion prognostizieren. Intelligenz. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er sein Sprachvermögen. Schließlich büßt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Instinkten sowie Überlebens- und Fortpflanzungstrieb getrieben werden. Körperliche Fähigkeiten. Aufgrund seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann er sich an jede Umgebung anpassen. Außerdem besitzt er die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Reproduktionsverhalten. G's bemerkenswerteste Eigenschaft wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und ihnen ein Embryo einpflanzen. Die Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder des Probanden geeignet. Ah, deshalb ist der hinter Sherry her, weil der seine eigene Tochter zum Fortpflanzen benötigt. Das ist schon echt widerwärtig. Muss ich jetzt mal so sagen. Das ist schon leicht widerwärtig. Hochleistungspatronen für die SLS-60. Zum Verschießen wird ein stabiler Rahmen benötigt. Nur den habe ich noch nicht. Fraglich auch, wo ich den herbekomme, aber okay. So, ich würde fast vorschlagen... Ne, ich gehe erstmal auf jeden Fall so weiter. Ich lasse das mal hier. Das lasse ich mal hier. Und das lasse ich mal noch hier. Und nehme das mal nach hier oben. Das packen wir mal weg und das. So, und dann können wir nämlich hier direkt weitermachen. Ist jetzt die Frage, kommen wir hier durch? Nö, die hat abgeschlossen, die alte. Ja gut. Soll ich mal speichern? Ich meine, wir haben jetzt einiges gemacht. Ich speichere hier mal ab. So. Ja, dann geht's für uns jetzt nur noch hier runter. Ab geht die Luzi. Okay, hier ist nix. Cherry. Kannst du mich hören? Ach du Jemine. Ach du Heiliger. Jetzt riech ich wie Scheiße. Buchstäblich. Ja, definitiv. Jetzt riechst du wirklich wie Scheiße. Das ist ein blaues Kraut. Da kann ich noch nichts mitmachen. Das blaue Kraut kombinieren wir erstmal mit dem grünen. Ich höre irgendwas. Aber vielleicht kommt es mir nur so vor. Boah, ich schwimme hier wirklich buchstäblich in der Scheiße rum, ey. Bah. Widerwärtig. Einfach nur widerwärtig. Ach. Guck mal einer an. Eine Seilbahn. Standseilbahn. Hier? Sag ich ja. Zu der muss ich auf jeden Fall hin. So viel steht fest. Guten Morgen. Einmal die Arbeitskontrolle, bitte. Oh, da war ja noch einer. Das gibt's doch nicht. Diese Ratte, ey. Ich
Jetzt ist aber gut hier. Verpiss dich. Du Arschloch. Okay, mein Messer ist kaputt. Ja, nice. E-Mails an das Umbrella-Hauptquartier. Direktor Owens, im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Sie waren das von A... Ja. Sie waren das von außerhalb wahrscheinlich, wollte er sagen, oder? So, ein Flammgranate. Haben wir hier auf jeden Fall. Gibt es ja sonst noch irgendwas Nettes? Nö. Dann runter hier. Und wieder runter. Gleich da. Entschuldigt bitte, ich musste gerade mal währenddessen eine Nachricht lesen. Sehr, sehr wichtig. Die Sherry ist schön an der Schöpfung umgekippt, ist natürlich nicht so schön, die arme Kleine. Und ihre Mutter interessiert's gar nicht. Ach Gott. Schon traurig. Ist alles schon sehr, sehr traurig. So, wir können speichern, wir können wieder was lesen. Hier können wir eine Videokassette reinhauen. Bevor wir das lesen, dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Videorekorder, wie gesagt, und das ist eine Broschüre der Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an der Kanalisation die schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen. Steht mit unserem Grundprinzipien Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlicher wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort zu treffen, CEO der Knights Construction Company, Ehrenmitglied des Weltschachverbands. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch, warum diese Tür hier nur per Schachrätsel gelöst werden kann. Das wird noch spaßig, kann ich euch sagen. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Öffnen der Tür im U-Bereich. Ich habe beim letzten irren Transfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Die Stecker finden. Das wird jetzt unsere Aufgabe sein, ihr Lieben. Wir müssen Stecker finden. Und das war's für heute wieder mit der Folge zu Resident Evil 2. Wenn euch das Projekt gefällt, dann schreibt mir gern einmal euer Feedback in die Kommentare. Ein Like wäre wie immer auch sehr schön und natürlich den Kanal abonnieren bzw. die Glocke aktivieren. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bleibt gesund, wir hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!